So, sag mal, Lana, was für ein Signal hast du hier? Internetsignal. Richtig gutes. Du nicht? Das ist nicht super stark, aber auf jeden Fall funktioniert alles. Du hast 5G, ich habe noch H+. Das Internet, jeder hat seine eigene Methode. Nach 4 Jahren habe ich auch einige ausprobiert. Ich habe für mich die beste Methode entdeckt. Vom Hotspot mit dem Handy bis zu Starlink werden wir jetzt alles einmal besprechen. Sodass wir alle, selbst wenn wir in den Karpaten stehen, ein gutes Signal bekommen. Fangen wir mit dem Klassiker an. Jeder hat das schon mal gemacht. Man legt sein Handy einfach irgendwo hin. Wir haben jetzt hier ein 4G-Netz, gehen in die Option und machen einen Hotspot auf. Das bedeutet, das Handy macht hier ein WLAN auf. Lana kann dann über mein Handy ins Internet. Ich könnte meinen Laptop dann übers WLAN mit dem Handy ins Internet verbinden. Das Gute ist, es ist wirklich sehr einfach. Man muss sich nichts weiteres kaufen. Ich habe das am Anfang auch gemacht. Manchmal muss man das Handy dann in irgendeine Ecke stellen. Oder hier hinten an der Scheibe habe ich das dran gemacht. Oder dahinter rein. Es verbraucht auch wenig Strom und ihr müsst euch keine weitere SIM-Karte oder irgendetwas holen. Nachteil ist, dass euer Handy dann vergleichsweise mehr verbraucht. Ich hatte mir dann extra ein separates Handy geholt, das einfach nur bei mir zu Hause herumlag und das dann quasi ständig an so einen USB-Bordstrom angeschlossen habe oder mein Akku-Pack dran geschlossen habe. Dann funktioniert das ganz gut, aber ich hatte tatsächlich damit regelmäßig keinen Empfang, besonders in Deutschland leider. Wir sind ja jetzt hier in Spanien, wenn ihr in Deutschland so in den Bergen hier stehen würdet, könnte funktionieren. Muss aber nicht. Und das ist mir gewaltig auf die Nerven gegangen. Wo es mich besonders gewundert hatte, war dann in Heidelberg. Da stand ich über den Philosophenweg. Das ist ein Berg auf der anderen Seite der Stadt. Ich habe mein Handy genau hinten an die Scheibe, ganz hinten im Fahrzeug reingesammelt. Und die Verbindung ist einfach immer wieder abgerissen. Immer wieder. Das ist mir dann so auf die Nerven gegangen. Das Handy draußen hinlegen würde ich nicht empfehlen. Dann vergisst man es vielleicht und es fängt an zu regnen. Und dann habt ihr kein Handy mehr. Und da wurde mir dann klar, es muss eine bessere Lösung geben. Und die gibt es. Ein Wort zu den SIM-Karten. Manche wissen ja nicht, kann ich meine SIM-Karte im Ausland benutzen? Ihr könnt eure deutsche SIM-Karte in der EU verwenden. Ja, wenn ihr jetzt die EU verlasst, zum Beispiel auf dem Weg nach Griechenland, dann durch Montenegro fährt, der Klassiker, dann macht euer Handy bitte einige Kilometer vor der Grenze bereits aus, beziehungsweise nimmt die SIM-Karte raus. Weil wenn das dort die Grenze ist und mein Handy sich hier einmal kurz dort einwählt, muss ich direkt fett nachzahlen. Das ist teuer. Mich hat's auch erwischt. In der Schweiz. Ich war wirklich nur in der Nähe der Grenze und durfte direkt 60 Euro bezahlen. Kann man vermeiden, ist ärgerlich. Googelt online einfach nach einer Karte, wo man die EU-Länder sehen kann. Prägt sie euch ein. Und dann wisst ihr Bescheid. Der zweite Tipp ist, wenn ihr in einem fremden Land seid, dann schaut euch mal die Tarife an. Wir sind jetzt hier in Spanien und haben für 10 Euro über 50 GB Datenvolumen geholt. Ich habe 2 deutsche SIM-Karten. Einmal eine von Lidl für 3 Euro im Monat, die ich in meinem Handy drin habe, einfach nur um WhatsApp-Nachrichten verschicken zu können. Und eine SIM-Karte im Auto verbaut, dazu kommen wir dann gleich, wo ich 20 GB für 15 Euro im Monat drauf habe. Und wenn man das mit der spanischen Karte vergleicht, ist halt die spanische deutlich, deutlich billiger. Das billigste, was ich bisher gesehen habe, war in Montenegro 10 Euro für 500 GB. Das ist natürlich der Wahnsinn. Die kann man gar nicht verbrauchen, sagen wir mal ganz ehrlich. Als ich mit Vanlife angefangen habe, habe ich im Auto eine deutsche Karte verbaut gehabt, die unendlich Datenvolumen hatte, aber nur in Deutschland. Wenn ihr im Ausland seid, dann gibt es ein paar Begrenzungen. Wenn ich dann im Ausland war, war das, glaube ich, auch nur 40 GB beschränkt oder so. Irgendwann habe ich einfach erkannt, ich brauche gar nicht so viel. Das Kaufen der SIM-Karten ist kinderleicht. Geht einfach zu so einem Händler, zu so einem Anbieter. In Albanien zum Beispiel habe ich auf der Straße gefragt, was ist ein guter Anbieter? Dann wurde ich zu einem hingeschickt. Hier in Spanien sind wir in so einen Laden reingegangen, der offensichtlich ein Anbieter ist. In Montenegro haben sie die Karten direkt im Kiosk verkauft. Ich empfehle es, dass ihr denen zunächst einmal sagt, dass ihr Touristen seid. Viele Anbieter haben so ein Touristenpaket. Das sind solche abgefahrenen Sachen wie zum Beispiel, dass man nur für 2 Wochen Datenvolumen hat oder sowas. Aber nehmt auf jeden Fall Prepaid. Danach zeigt ihr euren Ausweis. In der EU reicht natürlich der normale deutsche Personalausweis. Außerhalb der EU würde ich den Reisepass mitnehmen. Lustigerweise musste ich in der Ukraine gar nichts zeigen. Sage ich mal nichts zu. Ja, und dann habt ihr eure Karte. Wundert euch nicht, wenn die nette Dame euer Handy dann haben will und das selber einrichten will, weil die ganzen SMS, die kommen alle in Landessprache. Hier haben wir zum Beispiel die spanischen SMS. Also wirklich, ich verstehe davon gar nichts. Hast du dir die SMS durchgelesen, als du die SIM-Karte reingeballert hast? Ja, ich habe sie sogar übersetzt. Und was steht da drin? Da stand,
irgendwas. Ha, du hast das gar nicht gelesen. Da stand nämlich, dass wir ja diese 30 Gigabyte oder so extra bekommen haben. Genau, 25 Gigabyte hat man grundsätzlich und dann haben wir 30 dazu bekommen. Hier haben wir zum Beispiel so eine schöne SMS aus der Ukraine, ne, also... Rückwohnaket H4Nixin. Keine Ahnung, was da steht. Hier habe ich eine SMS aus von Mtel. Boah, keine Ahnung, das könnte... Ach, 400 Gigabyte, ja, das ist Montenegro zum Beispiel. Aber meistens steckt man die Karte wirklich nur rein. Man kriegt irgendwelche komischen SMS und kann sofort drauf loslegen. Die SIM-Karten habe ich mir alle hier in so einem Zipper aufbewahrt. NDK, das ist Nordmazedonien wahrscheinlich. Weiß Gott, was das für Karten sind. Und hier habe ich noch Kyivstar aus der Ukraine, meine Karte. Das sind halt so kleine, nette Andenken von den Reisen. Übrigens, ja, ich habe Kyiv gesagt anstatt Kiew, weil Kiew auch die russische Aussprechweise ist. Und das in der Ukraine gar nicht gut kommt. So, jetzt ist der nächste Tag, weil es gestern voll angefangen hat zu regnen. Wenn man diese Handys gerne benutzt, dann kann man in Betracht ziehen, sich ein kleines Upgrade zu holen. Es gibt nämlich solche Mini-Router. Das sind so kleine Geräte, die kosten... Lass uns lieber nachschauen. Um die 50 Euro tragbarer WLAN-Router. Mein Kumpel hatte dieses Ding, den D-Link DWR, keine Ahnung was, für ungefähr 40 Euro und er sagte, der hatte auf jeden Fall ein viel besseres Signal als mit dem Handy, weil die Dinger sind ja dazu gemacht, ein starkes Signal aufzubauen. Die machen dann von selbst ein WLAN auf und egal, wo man das Ding mit sich herumträgt, es ist auch ein Akku da drin verbaut, sehr praktisch, hat man gutes Internet. Auf Instagram und YouTube habe ich auch regelmäßig gesehen, dass viele Leute sich dieses kleine Teil kaufen und das direkt an USB anschließen und einfach irgendwo im Auto in die Ecke stellen. Die packen das wirklich in ein Regal oder in einen Schrank rein. Ich würde es wahrscheinlich, weiß nicht, hier vorne vielleicht an die Scheibe packen, wenn es nicht zu wertvoll aussieht, weil man sieht es dann natürlich von draußen und dann wird eher eingebrochen. Aber das Glas blockt das Signal nicht so sehr wie Metall hier an der Karosserie. Dann hätte man da vorne einfach ein besseres Signal. Ist eine sehr gute Option, es braucht nicht viel Strom, es ist sehr leicht zu verbauen, man muss ja nicht viel herumbauen oder sowas. Es kostet auch nicht die Welt. Die Leute sind zufrieden damit. So, wenn ihr jetzt schon bei solchen kleinen Gadgets sind, die man sich kaufen kann, will ich eines vorstellen. Und zwar, das habe ich mir gekauft, getestet und ich finde es mega geil. Das ist eine WLAN-Antenne, eine sehr starke. Die Handys, die wir haben, da kann man ja das WLAN anmachen und sich in WLANs verbinden, die öffentlich zugänglich sind. Restaurants, Cafés, McDonalds, Bibliotheken oder manchmal haben sogar ganze Städte offenes WLAN, wo man sich einfach verbinden kann und dann überall Empfang hat. Hier oben auf den Bergen werde ich auf mein Handy wahrscheinlich nichts empfangen. Wir testen das mal. WLAN an. Ja, und es ist kein WLAN vorhanden. Ich habe meinen WLAN vom Fahrzeug jetzt mal ausgemacht, weil der kleine WLAN-Empfänger von dem Handy Signale von dort unten gar nicht empfangen kann. Die sind einfach zu weit weg. Und da hilft diese Antenne hier aus. Ich weiß jetzt nicht wirklich, ob die so weit reicht, aber die ist auf jeden Fall wesentlich, wesentlich, wesentlich stärker als sämtliche andere WLAN-Geräte, die man so kaufen kann. Man stellt das Gerät auf, schließt das am Laptop an und siehe da, selbst hier oben in den Bergen, guckt mal, wie viele WLANs ich hier habe. 1, 2, 3, 19, 20, 21 WLANs habe ich hier. Ich habe keine Ahnung, wo... Ich weiß nicht, woher. Leider sind alle verschlüsselt. Tender Exterior. Tender. Falsches Passwort, schade. Davon sind bestimmt einige von irgendwelchen Cafés, wenn man dorthin geht und nach dem Passwort fragt, dann kann man sich selbst hier oben einloggen und gratis mit Highspeed-Internet surfen und kann so viel Datenvolumen verbrauchen, wie man will. Sehr interessant, zieht das bitte in Betracht. Das ist echt ein ziemlich mega cooles Hammerteil. Ich benutze ja mein Internet meistens nur, um Nachrichten oder Fotos zu verschicken. Das sind nicht viele Daten, aber wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Video hochlade oder Filme gucken will, dann packe ich dieses Teil aus und horche einmal um mich herum, ob ich irgendwo einen netten Anbieter habe, der mich an seinen fruchtbaren Internetanschluss ergötzen lässt. Noch ein Profi-Tipp, ihr könnt euch mit dieser starken Antenne mit irgendeinem WLAN verbinden und dann die verbaute WLAN-Antenne im Laptop verwenden, um hier einen Hotspot, also um hier einen WLAN aufzumachen und dann eure ganzen Geräte da anzuschließen. Ich würde es euch ja gerne zeigen. Schreibt über meine Handys eigentlich nur Nachrichten. Ich habe es bisher noch nie gemacht. Ich weiß nicht, wo man das einstellt. Zudem ich Linux habe und es euch wahrscheinlich eh nichts bringt, wenn ich euch das zeige. Ich habe hier die Danetz Turbo Tenner. Das ist eher so die Profiklasse. Die müsst ihr euch nicht holen. Die kostet ungefähr 100 Euro. Anfangen tun sie hier bei ungefähr 20 Euro. Wichtig ist der Begriff Yagi-Antenne. Das sind für meiner Meinung nach die besten Richtfunk-Antennen. Also Antennen, die in eine Richtung schießen, anstatt dass die einfach nur überall herumstrahlen. Weil daher entwickeln sie die Reichweite. Und ja, offene WLANs gibt es fast überall, also wesentlich öfter als ich gedacht habe. Natürlich jetzt nicht hier in der Natur, aber wenn ihr irgendwo in der Stadt steht. Lana, unten in Granada, wo ist das nächste WLAN gewesen? Bei
bei diesen Schulen und in der Bibliothek. Und? Beim Meckes. Und? Deinem Auto. Ja, drei WLANs direkt in der Umgebung. Wie gesagt, Bibliotheken, Meckes und Schulen. Ja, Schulen auch. In Grenada ist das das WLAN vor EU. Das ist so ein Projekt. Europaweit gibt's manchmal so ein WLAN. Weil die Schule von der Stadt ist, wurde darüber dieses öffentliche WLAN EU-weit dort eingerichtet. Und wenn wir übers Internet unterwegs reden, müssen wir auch über Starlink reden. Abgefahrene Technologie. Starlink. Weißt du, was Starlink ist? No. Rate mal. Internet. Unlimited Internet. Das stimmt sogar. Internet über Satellitenschüsseln. Weißt du, wer das erfunden hat? Elon Musk. Weißt du, wer das ist? Ja. Und? Der hat Satelliten in die Luft geschossen. Ah. Man baut sich so eine Antenne aufs Dach und kann damit sich mit denen verbinden, egal wo man ist. Das ist ziemlich cool. Man hat eine extrem hohe Datenrate. Also man kann sehr schnell Videos hochladen. Das ist keine Werbung übrigens. Ist keine Werbung. Es gibt die 100 Watt Variante, so eine Riesenantenne, die sich selber ausrichtet. Seit einigen Jahren gibt es die Mini-Version und seitdem ist es unter Vanlife ein richtig heißes Thema. Auch in meinen Kommentaren lese ich ständig von Starlink. Und jetzt kommt die große Enttäuschung, werde ich mir nicht holen. Warum denn nicht, Tobias? Erstens 20 Watt, das ist mir viel zu viel Strom. Ich glaube, mein Router, zu dem wir gleich kommen mit dem sämtlichen Aufbau, wie ich das gemacht habe, womit ich super zufrieden bin. Mein Router verbraucht durchschnittlich unter 5 Watt. Den kann ich den ganzen Tag laufen lassen, interessiert mich nicht. Oh, ist das schön hier, Lana. Richtig angenehm, ne? Boah, ist doch so toll. Die Aussicht, ja, Natur pur. Das ist so richtig idyllisch. Ich meine, hätte ich mehr Batterien und mein Dach komplett voll mit Solarpanelen, dann wäre das eigentlich auch kein Problem. Habe ich aber nicht. Zweiter Punkt ist der ständige Aufbau. Während der Fahrt sollte man es nicht drauf haben. Man liest immer wieder, dass es einfach nervig ist, die ganze Zeit die Antenne rauszustellen. Es gibt dann Leute, die sagen, dass man die Antenne auch einfach im Schrank lassen kann, dass das auch funktioniert. Müsste man mal ausprobieren. Der dritte Punkt ist, dass das der einzige Anbieter ist, der für normale Menschen Satelliten-Internet anbietet. Vielleicht erinnern sich manche daran, als diese VR-Brillen rauskamen und Oculus Rift da war. Das war am Anfang der totale... Jetzt mittlerweile gibt es mehr Anbieter, Facebook und andere Firmen sind dort mit eingestiegen und siehe da, es entstehen richtig geile Produkte. Ich würde noch warten mit dem Satelliten-Internet-Gedöns. Womit wir zum vierten Punkt kommen, das ist ein Monopol. Am Anfang haben die Satellitendinger ultra viel gekostet, mittlerweile sind sie okay. Ich habe gehört, die Preise sind auch gestiegen und gefallen, ich habe das leider selber nicht so beobachtet. Wenn die Starlink-Leute plötzlich merken, dass die Satelliten total überlastet sind, dann erhöhen sie einfach den Preis und ihr zahlt es oder nicht und weiß nicht. Unter den SIM-Kartenanbietern zum Beispiel gibt es so viele Anbieter, die sind alle im Krieg miteinander und deswegen gibt es so günstige, mega geile Tarife. Womit wir jetzt zu meinem Setup kommen, womit ich seit über 3 Jahren herumreise. Was machst du da? Ich mach deinen ganzen Van sauber, weil irgendwie alles voller Stöcke ist. Alles voller Stöcke? Ja, ich weiß auch nicht. Gerade hab ich auch die ganze Zeit Stöcke einfach rausgeschmissen. Ich dachte so... Ja, das muss an dir liegen. Nee. Ich benutze einen LTE-Router mit einer externen Antenne. Was zum Henker ist das denn nun wieder? Ist ganz leicht. Das ist ein ganz normaler Router, der aber zusätzlich eine SIM-Karte nehmen kann. Der Router kostet, glaube ich, 50 Euro. Das ist der Archer MR200 von TP-Link. Nein, ich bin nicht gesponsert. Ich weiß noch nicht mal, ob die überhaupt noch hergestellt werden. Ich habe das WLAN-Passwort hier. Das wäre so peinlich, wenn ich das online stellen würde. Und das Lustige ist, dass ich beim Stromnetzteil von diesem Gerät gelesen habe, dass der 12 Volt entgegennimmt. Also unser Batteriestrom. Das steht auf den Netzteilen immer drauf, wenn da 12 Volt DC drauf steht, dann könnt ihr das Gerät einfach direkt an die Batterie anschließen. Dazu habe ich das Kabel durchgeschnitten, das an einem Ende an die Batterie angeschlossen und das andere Ende stecke ich einfach in den Router rein. Funktioniert. Da dran kommt dann eine 10 Euro billig externe Antenne, die ich aber noch nicht mal immer rausstellen muss. In 90% der Fällen genügt es tatsächlich, die einfach drinnen liegen zu lassen. Ich habe hier noch so überall Tape drum, weil da drunter sind Magnete, damit ich die Antenne im Notfall einfach an meinem Blech dran pappen kann. Und dann strahlt sie in diese Richtung und guckt, ob dort irgendwo eine Antenne für mobile Netze ist. Und Leute, ich kann euch sagen, das funktioniert astrein. Egal in welchem Land, ob ihr in den Bergen seid, ob ihr auf dem Land seid, null Probleme. Mit LTE kriegt man rein theoretisch bis zu 150 Megabyte die Sekunde hin. Habe ich persönlich noch nie hinbekommen. Bei mir liegt das meistens so um die 10 Megabyte, was auch total reicht. Dieses Video wird
keine 5 Minuten dauern, hochzuladen. Und deswegen ziehe ich ein Upgrade nicht in Betracht. Hier sieht man nochmal, auf dem Router habe ich extra draufgeschrieben, 2,5 Watt verbraucht er. Also kann man Tag und Nacht einfach laufen lassen. Und ich höre, Lana ist wieder am Kochen. Ey! Lässt man nicht 5 Minuten alleine, ne? Direkt ist das hier eine Frittenbude geworden. Ja, LTE gibt es seit einigen Jahren. Es ist überall vertreten, fand ich unter 2G, 3G am besten vertreten. 5G habe ich nicht getestet. Mein Handy kann noch kein 5G. Aber je höher man mit den Geschwindigkeiten geht, desto kürzer sind die Wellenlängen. Das heißt, da wo es 5G dürfte es auf jeden Fall auch 4G geben. Und deswegen bin ich mit 4G sehr zufrieden. Manchmal switcht er auf 3G rüber. Ist für mich auch nicht schlimm. Wir schauen uns jetzt an, wie ich das alles ganz genau in mein Auto eingebaut habe. Was für Einstellungen ich im Router habe. Und danach gibt es noch 3 Tipps, die mir sehr wichtig sind, wie man das Maximum aus seiner eigenen Internetverbindung rausziehen kann. Dazu habe ich nämlich in meinem kleinen Wäscheschränkchen, wo ich Wäsche trockne und meine Waschsachen habe, darunter noch einen extra Tisch, wo viel Elektronik ist. Ich teste gerade einen 12 Volt Wasserkocher. Die brauchen aber ewig, um warm zu werden. Hier habe ich noch Isolierung drumherum, das irgendwie zu tunen, aber das bringt nichts. Hier ich meine billige Spiegelreflexkamera, die ich gerne rausziehe, wenn mich jemand fragt, was ich hier tue. Dann kann ich mich als Fotograf ausgeben. Und hier kommt auch immer der Router hin. Das ist das Stromkabel. Kommt hier rein. Ich habe es durchgeschnitten und das andere Netzteil dann angeschlossen und einfach mit einem Multimeter gemessen. Was Plus und Minus ist, falls ihr euch genau denselben Router holt, das Kabel mit der weißen Markierung ist Plus, das andere ist Minus. Hier hinten habe ich so 2 Verteilerbalken. Einfach Plus und Minus dran schrauben. Fertig. Dann habe ich mir hier so Bretter dran gesetzt, dass es beim Bremsen und generell beim Rumfahren einfach nicht abfliegt. Die Antenne kommt immer hier so hin. Und dann werden diese Anschlüsse da einfach reingesetzt. Gesammelt. Es gibt 2 davon, die kommen hier hinten so reingeschraubt, so dass es beim Fahren auch nicht rausfliegt. Und das war's. Wir können das Ding einschalten. Die Kabel führe ich dann hier vorne hin. Hier vorne habe ich noch so eine Halterung, wo das Kabel durchgeht, weil wenn ich mal schlechtes oder gar kein Signal habe, dann kann ich die Antenne einfach nach vorne legen. Hier sieht man es. Oder ich lege die ganz gerne einfach hier vorne an die Fensterscheibe. Oder man kann die hier vorne auch so seitlich einklemmen, um in diese Richtung zu strahlen. Oder so rum, um in diese Richtung zu strahlen. Das ist ja alles möglich. Und dank der Magneten, wie ich es bereits gezeigt habe, kann ich den auch einfach nach hinten schießen lassen. Geiles Teil, ich mag es sehr. 10 Euro. Meinen Laptop habe ich per Netzwerkkabel angeschlossen. Dieses verläuft dann hier oben lang über die Decke zu meinem Laptop hin, hier hinten. Auf der Webseite des Routers müsst ihr dann eure PIN von der SIM-Karte eingeben. Der verbindet sich eigentlich von selbst. Hier sieht man, was für eine Verbindung der hat, wie viel Datenvolumen man bisher verbraucht hat, wie stark das Signal ist. Man kann das WLAN aktivieren, Tobi auspixeln. Der Router kann sogar SMS empfangen. Das bedeutet, das Auto hat eigentlich seine eigene Telefonnummer und seine eigene... Ja, ich glaube, ich kann sogar einen Anruf beantworten. Installieren. Da es so viele SIM-Kartenanbieter gibt, sind die alle im Krieg miteinander und versuchen sich zu unterbieten. Man hat super günstiges Internet. Masten sind überall verbaut. Die Antenne kann sehr weit reichen. Also besonders in Deutschland habe ich es öfter gehabt, dass mein Handy keinen Empfang hat, aber ich mit der Antenne schon. Verbraucht keinen Strom, ist eigentlich minimaler Aufwand zum Aufbauen und somit mein Favorit. Seit 3 Jahren bin ich jetzt damit unterwegs und ich denke nicht daran, das zu ändern. Das Aufbauen ist nicht schwer, das Kaufen der Geräte ist auch nicht schwer, selbst so ein Penner wie ich kann sich das leisten. Das ist eine witzige Idee. Ich guck mir mal, ob ich mir das durch eure Hilfe leisten kann. Andrea hat 5 Euro gespendet. Danke dir nochmal vielmals für den Tipp. Sie hat eine super Empfehlung für ein Musikvideo für Lana herausgesucht. Vielen lieben Dank. 20 Euro von Öken. Sonntag ist gerettet. Das ist echt Lob. 20 Euro für den Aufenthalt in Marokko. Dankeschön. Ja, Lana ist ja hier in Granada, weil sie genug Geld für Marokko zusammensparen muss. Ernie Bert mal wieder. Danke. Anzahlung fürs nächste Video. Und Landsberg Movies. 18 Euro. Schau die Videos sehr gerne. Respekt vor deinem Style zu filmen. Bist du dein Naturtalent? Nö, eigentlich weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Nee, keine Ahnung. Ich glaube, das ist einfach, weil ich das seit 2 Jahren mache. Er hat früher im Fernsehen gearbeitet. Krass. Und war ein Dreivierteljahr mit der Familie im Wohnmobil unterwegs. Sehr interessant. Geil. Günther, vielen lieben Dank. Das wären gemeinsam 45 Euro. Der Router hat 50 Euro gekostet. Die Antenne 10 Euro. Da sind wir bei 60. Also wäre das schon 3/4 des gesamten Internet-Setups. So günstig ist das. Mega, ne? Und weil ihr so lange durchgehalten habt, gibt's jetzt noch 3 wichtige Tipps, die eure Internetverbindung verbessert, egal was ihr macht. Erstens,
deaktiviert die Updates. Im Play Store habt ihr unter den Einstellungen die Möglichkeit, unter Netzwerkeinstellungen die Aktualisierung der Apps zu deaktivieren, Videos nicht automatisch abspielen, das geht auch unter der YouTube-App so. Schaut in den Einstellungen eures Telefons nach, ob da irgendwelche Synchronisationen an sind. Manchmal kopiert das Telefon automatisch Videos und Bilder, die ihr macht, mit dem Internet und das frisst unheimlich Datenvolumen. Das ist Lana zum Verhängnis geworden. Ich gehe sogar so weit, dass ich in jeder App explizit alle Optionen durchschaue, um zu gucken, ob ich irgendwie Datenvolumen sparen kann. Viele Apps bieten da sehr gute Möglichkeiten. Die zweite Sache, die sehr, sehr wichtig ist, der Unterschied zwischen Bandbreite und Latenz. Das ist sehr leicht. Wenn ihr einen Videocall bei WhatsApp mit eurer Familie macht und die Familie ist in Amerika, dann dauert das lange, wenn ihr dort reinspricht, dass eure Stimme in Amerika ankommt. Beschwert ihr euch dann bei euren Anbieter, dann sagen die, kauft ihr mal Bandbreite. Falsch, das hat nichts mit der Bandbreite zu tun. Mit der weit verbreiteten LTE-Verbindung, die ich im Auto auch benutze, könnt ihr 100 Videocalls gleichzeitig starten. Es liegt daran, weil es einfach lange dauert, bis euer Signal dort ankommt. Lasst euch nicht über den Tisch ziehen. Manchmal sind auch einzelne Sendemasten hier vor Ort einfach langsam in der Reaktion. Testen tue ich das immer mit der Ping-App, die heißt Ping-It von irgendeinem Typen. Programmiert, da drücke ich auf Start und der zeigt mir unten an, dass er 357 Millisekunden braucht und jetzt 60 Millisekunden, bis mein Signal im Internet ist. 60 Millisekunden ist okay, 100 Millisekunden sind schon etwas langsam heutzutage, 20 Millisekunden ist wirklich schnell, da habt ihr keine Latenz quasi. Und wenn es hier wirklich ernsthafte Probleme gäbe mit dem Internet, dann hätte ich einen Ping, so nennt man das, von über 100 Millisekunden. Und dann ist es egal, wie viel Bandbreite ich habe, egal wie viel Datenvolumen ich habe, Videocalls werden komisch sein. Dann muss ich mich woanders hinstellen oder das in Kauf nehmen, weil ich weiß, dass ich quer durch die Welt telefoniere. Aber ich kaufe mir deswegen kein größeres Datenpaket. Und der letzte Tipp, der etwas eigenartig klingt, ist, begrenzt eure Internetgeschwindigkeit. Ich kann das direkt hier im Router vornehmen, habe es auf 100 Kilobit pro Sekunde begrenzt. Nachrichten schreiben und Webseiten aufrufen ist damit immer noch kein Problem. YouTube-Videos in schlechter Qualität gucken, wir reden hier von 240p oder 140p, funktioniert auch noch super und das verhindert, dass ich ungewollt durch irgendeine Webseite oder ungewollt auf YouTube, weil die YouTube-App mal wieder automatisch das Video auf 4K schaltet, dass er innerhalb einer Minute mein ganzes Datenvolumen verbrät. Oder dass Lana den ganzen Tag auf Instagram unterwegs ist und mein ganzes Datenvolumen verbraucht. Ich hoffe, das Video war interessant. Was? Nichts. Was? Meinst du, dass du dein ganzes Datenvolumen verbraucht hast? Nein, wir reden gar nicht von Datenvolumen. Was hat er gesagt? Ich hoffe, das war interessant. Ich hoffe, ihr konntet irgendwas Cooles daraus lernen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und was noch? Wir sehen uns unterwegs. Wir sehen uns unterwegs.